Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Project RET. A lot of soul. Ich habe mir ein hier so eine Skype gemacht. Und ein bisschen gelevelt, dass ich da Modifier drauf packen kann. Ups, eigentlich wollte ich da drauf landen. Und dann habe ich Silky drauf gemacht, das hat den Schaden halbiert. Vorher war die bei plus 3, jetzt ist bei plus 6. Jetzt ist sie bei plus 3. Und wozu das Ganze dann auch noch aus Manilin und Kobalt, die Dingens. Hierfür, für die Oak Leaves, der Bakerman wollte nämlich die Leaves haben für die Spritproduktion für Rotary Craft. Und ja, das war das schnellste, um das aufzutreiben. Da kriegt man nämlich doppelt so viel von diesem Sludge-Zeug heraus, was man dann brennen muss. Die packe ich immer dahin. Kann er damit selbst ein paar Blätter abhauen und jupp. Irgendwann werde ich das auch automatisieren, aber so war es am schnellsten. So, dann habe ich was bei Reddit gesehen, was ich jetzt direkt mal testen muss. Ist ein bisschen unsinnig. Na, wobei, unsinnig ist es nicht. Keine Ahnung, warum die das eingebaut haben. Aber scheinbar kann man Glowstone aus nix erschaffen, sozusagen. Alles, was man dazu braucht, ist einen, zwei Sachen. Oh, Bucket natürlich. Und zwar brauchen wir einen Glowstone Bucket und einen von diesem Eiszeugs hier. Glowstone, ja, einfach ein Magma Crucible Glowstone klein schmelzen. Dann kommt kein Blazing Pyroseum raus, sondern Glowstone. Und dieses Skelet Cryoteum, schönes Ungesetz, auch im Magma Crucible. Aber dazu brauchen wir diesen Dust. Der, ja, brauchen wir die drei Sachen. Snowball kein Thema, Redstone auch nicht. Salpeter, ja, Nita kriegen wir. Das ist natürlich beschissen, das Rezept. Wo ist der Nita? Den, da ist er. Da kann man einmal Salpeter auch klein machen oder Sandstone. Dann kriegen wir mit 15% Nita raus. Ja, das sind die Alternativen. Ja, Pulverizer. Salpeter weiß ich gar nicht, ob wir haben. Kann ich auch mal gucken. Da kriegen wir das Zeugs her und dieses Bliss Powder. Müssen wir eigentlich so einen Bliss hauen. Aber es gibt noch eine Alternative. Und zwar hier ein Snowball mit, nicht mit Glowstone, sondern das ist Redstone. Ja. Ein Weichen sozusagen und dann kriegen wir davon diesen Blisspauser und ja, einen brauchen wir auch nur. So, das heißt, wir brauchen erstmal diese zwei Maschinen dafür. So, das war einmal das Magma Crucible. Magma Crucible. Da. Netherbrick. Machine Frame, Redstone, jo. Kupfer, Netherbrick. Müssen wir gucken, ob wir haben. Netherbrick, gut. Den Rest haben wir hoffentlich hier. Glas haben wir keins. Wir haben wirklich kein Glas.
Hat der Baker das Alpha braucht? Keine Ahnung. Gut, warte mal, hier haben wir doch was vielleicht. Glas. Zwar nicht die Welt, aber es reicht. So, den hier. Gut, fangen wir an mit den Machine Frames. Davon brauchen wir zwei. So hoffe ich, dass es richtig ist. Sonst müssen wir die eins weiterschieben. Passt. Gut. Redstone ist auch keins da. Wo ist denn das ganze Zeug hin? Oder habe ich hier auf... Vielleicht habe ich es auch noch da geschmissen. So. Bauen wir mal... Ne, eins. Ich glaube, das andere braucht nämlich sowas nicht. So. Hier die Leadstone. Brauchen wir erstmal einen Redstone-Block. Schade. Gut, Compressor, Induction Smelter. Jetzt ist die Frage. Nö, nö, nö. Haben wir überhaupt einen Induction Smelter? Sonst bauen wir uns schnell ein. Bauen wir uns einen Induction Smelter. Gut, wir brauchen eins davon. Dann nehmen wir direkt 8 mit. So, schmelzen wir die schon mal. Hier kann man sie schmelzen. Du kommst raus. Njam, 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 njam. Da kommst du rein. So, dann brauchen wir den Induction Smelter. Induction Smelter. Da, gut. Coil, Inver. Und ein Hammer. War hier nicht noch Inverlager zufällig drin? Jupp. Eisen. Okay, haben wir alles da. Da, Eisen. Für den Eimer. So. Glas. Gold. Eisen für das Machine Frame. So, dann noch ein Coil. Kupfer haben wir aber gar nicht hier. Das brauchten wir. Jo. Dann holen wir mal was Kupfer. So. Invar 2 Stück. Und das war's auch dann schon. Jupp. Gut, die sind auch da. Da. Jo, Leadstone haben wir noch da. Dann brauchen wir noch was Kohle. Für den Motor. So, hier die Dinger habe ich übrigens, wo wir gerade schon mal hier sind, mit dieser Cardboard Box umgebaut. Das Ding habe ich auf dem Fanserver kennengelernt. Das ist von Mechanism. Und damit kann man Blöcke umziehen. Ach, ich muss wahrscheinlich weiter weg. So. Einfach einpacken. Dann könnt ihr den einpacken. Wieder irgendwo hinstellen. Und mit Shift-Rechtsklick könnt ihr den wieder auspacken. Das geht so mit ziemlich allen Sachen. Da, wie ihr seht, kann man da alles einpacken. Am Anfang habe ich mich gefragt, was soll das? Kann ich hier jetzt eine Karte, einen Block einpacken? Dass man den natürlich mitnehmen kann, war mir nicht bekannt. Das Rezept haben wir auch ein bisschen ja, verschärft. Jetzt braucht man da ein paar Enderpearls zu. Vorher braucht man nur ein bisschen Sawdust, glaube ich. Jupp. Nettes Spielzeug.
Damit kann man so ziemlich alles umziehen. Ja, auch Sachen, die man eigentlich nicht umziehen soll. Vielleicht müssen wir da noch was in die ja, Blacklist packen. So, jetzt war ich aber am Überlegen. Ach, ich wollte Kohle holen. Die habe ich auch geholt. Wir können mal schlafen gerade. Und dann brauche ich doch Sand ist drüben. Schauen wir mal. Gehen wir hier in die Richtung. So, Leadstone 1, 2, 3. Da, das. Und jetzt packen wir da das Ding hin. Der lädt auf, gut. Das kann man noch deaktivieren. Jetzt brauchen wir einen Sand. Und eins davon. Leg los. Keine Ahnung, was das soll, warum hier zwei sind. Wächst doch auch noch weiter an? Nein, gut. Block of Redstone, Rich Slag. Ja, brauchen wir nicht unbedingt, aber nehmen wir mit. Und schmeißen wir, keine Ahnung. Ingots. Ja. Gut. Die Redstone Blocks, die können wir noch hier reinpacken. Gut. Und dann bauen wir uns der Magma hier das Ding. Ach, wir brauchen noch Blei. Blei, Lied, Gott. Jetzt aber. Ach, Quatsch. Das Ding. So. Haben wir auch das Magma Crucible. Das können wir schon mal draußen aufstellen gehen. So. Okay, da kann man durchgucken. Alles aus. Das hat einen 400.000 RF Speicher. Und jetzt wollen wir da den Glowstone Bucket draus machen. 250, das heißt, wir brauchen 4 Glowstone. Haben wir doch bestimmt irgendwo. Da. 1, 2, 3, 4. Jetzt brauchen wir noch ein Bucket. Ein Bucket. So, und der Hammer. Machen wir uns direkt noch einen. Für gleich das, ups, Eiszeug da, was das auch mal ist. Gut. RIP. Eimer. Ach Quatsch, wir müssen da erst das Zeug reinmachen. Gut. Und dann müssen wir das gleich abfüllen. So, jetzt brauchten wir noch, wie hieß das andere Ding? Ich hab's vergessen. Gehen wir hier drüber, Bucket, das Eiszeug. Burp, burp, burp. Fluid Transposer, genau. Fluid Transposer. Das Ding. Auch hier brauchten wir den Redstone Coil und einen Eimer. Gut. Das heißt, wir brauchen noch einen Eimer. Steel. Und ein Gold. So, so. Und das war's dann, glaube ich. Jupp. Gut. Ach, nehmen wir uns direkt alles mit. Bucket. So. Snowball Redstone. Gut. Snowball Redstone.
Stars, Numbol. Ein Redstone Hammer, gut. Den Rest kann man wieder zurücklegen. So, Glas brauchen wir auch nicht mehr. Kupfer auch nicht. So. Schauen wir mal, ob wir Niete haben. Indrium. Cadmium, Gravel. Noob sieht nicht danach aus. Dann brauchten wir Sandstone, war das, glaube ich. Geht. Fluid Transposer. Ach, ich suche ja auch bei dem Falschen. Da. Da, das war's. Sandstone, da einfach 4 Sand. Okay. Sand haben wir draußen. Jetzt brauchte ich aber noch was. Hier, noch ein Snowball und Glowstone. Ach Quatsch, kein Glowstone, sondern Redstone. So, das sollte jetzt aber reichen. Und dann wollen wir mal. Gut, du bist voll, dann stellen wir mal hier den Transposer neben. So, jetzt wollen wir das abfüllen. Und zwar in den Eimer. Und das Zeug gibst du hier raus. Gut. Jetzt haben wir schon mal unseren Eimer. Jetzt schmelzen wir Redstone. Wir brauchen 200. Können hier schon mal den Sandstone in den Pulverizer stecken und hoffen, dass wir da. Nein, müssen wir noch mal 4 Stück zu einem Sandstone und hoffen wir, dass wir da jetzt was rauskriegen. Ach komm, machen wir mal einen ganzen Stack. Also, das, was davon da bleibt. So, 100, das heißt, wir brauchen noch einen. Hier kam ein Schneeball rein. 200 und daraus. Und das sollte uns das. Jo, gut. So. Oh, Moment, jetzt fällt mir gerade ein. Da kommt 250, das heißt, wir brauchen 4 davon. Wir brauchen noch eins. 1, 2. Machen wir das direkt auf. So. 2 sollte reichen. Gut. So, du hast es. Gut. Jetzt. Nein, das da. Gut, 4 Stück. Einmal schmelzen bitte. Und dann kommt der Eimer da rein. Und du darfst das direkt hier rüber. Gut. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was vorbereiten. Und zwar machen wir einfach aus dem hier. Setzen wir es einfach hier hin. Den Glowstone packen wir da drunter. Und dann sollte der. Jetzt muss ich mal überlegen, wie das war. Ja, wie war denn das? Moment mal. Wir mussten jetzt nämlich dieses. Da ist es. Das Zeug, der Glowstone will, geht nach oben weg. Das heißt, wir müssen den irgendwo drunter packen. Und das Zeug läuft nach unten. Also es bleibt nicht wie Wasser hier stehen, sondern wird nach unten laufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das Zeug muss sich
berühren. Warte, wie war das noch? Die hatten so einen kleinen, kompakten. Ah, ich glaube, ich weiß wieder, wie es war. So. Ja, das war's auch nicht. Lass mich gerade noch mal. Lass mich mal mit dem Zeug hier spielen. So. Ich hoffe, das geht jetzt nicht flöten. So machen wir. Ich habe auch keine Ahnung, was das anstellt. Gehen wir mal eins höher. Zwei. So. Wenn wir das Zeug jetzt hier drauf packen. Oh, jetzt ist alles Schnee. Gehen wir mal gerade schlafen. Bevor uns hier noch die Monster stören. Schlafen. So, komm schon. Das sieht ja nicht so gut aus. So. Wie ihr seht, vereist das alles. So. Ich habe nicht so eine richtige Ahnung, was ich hier tue. Moment. Hier ist ein Bug. So, jetzt ist mir der Cobblestone ausgegangen. So. Jetzt aber. Denke nicht. So, wieso läufst du eigentlich immer noch runter? Ist doch alles zu. Was passiert, wenn Stein? Au. Man tut sich weh. Irgendwie läuft das auch nicht weg. So, kappen wir mal alle Verbindungen. Und noch hier. Ach ja, auch noch. Okay. So. Gut. So, jetzt. Dahin. Und jetzt läufst du nach Dagot. Und jetzt hoffe ich. Ach, verdammt, das fällt ja runter. Wir versuchen es einfach mal so. Ob das so funktioniert. Dann war das ja gerade alles für den Hintern. So, und den Eimer machen wir jetzt hier drunter. Jetzt fließt das da hoch. Und es macht gar nichts. Gut, dann testen wir mal, was passiert, wenn wir so machen. He. Hihihi. Ja, das muss natürlich jetzt noch ein bisschen eingesperrt werden, aber wie ihr seht, macht das hier schön Glowstone. Wir nehmen das jetzt mal weg. Und. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. So könnt ihr übrigens Licht nach oben machen, falls ihr mal einen hohen Turm beleuchten wollt. Komm, geh weg. So, wir wollen nur hier die vier.
Gute Nacht. So. Nee, dich will ich da nicht. Tschüss, vorbei, warte mal, ich kann das ja, ich muss ja einfach nur hier abdichten sozusagen. Da. Da. Da, da. Da, da, da. Gut. Ach, hier kommt noch Kobbel hin. So. Und die vier Blöcke, die bauen wir jetzt immer ab. So. Das kann mal weg. Und jetzt packen wir den Eimer da wieder hin. Wunderbar, jetzt läuft da nichts mehr aus. Ja, jetzt testen wir das aber gerade noch, wenn ich das kaputt mache. Ja. Hihi. Wunderbar. Ja, das funktioniert doch. Was ich jetzt mit dem Glowstone machen kann. Im Moment nicht so richtig viel. Die Sachen bauen, die braucht man eh. Hiervon müssen wir ein paar wohl bauen. Aber dafür brauchen wir immer nur eins. Sonst gibt es nicht so wirklich was. Vibrant, hier das vielleicht ein bisschen. Für die Lampen hier bei dem Shaped gibt es aber eigentlich nicht irgendwas, was wir viel damit anstellen können. Ja, gut, für die Circuits brauchen wir es, aber das ist ja auch nicht die Welt. Fireworks bauen wir hier jede Menge. Tränke auch. Shape, da brauchen wir auch eher nichts. So häufig bauen wir die Dinger nicht. Oh, fürs Jetpack ganz wichtig. Ja, Glowstone können wir damit machen, nicht. Das, keine Ahnung, brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Ja, das ist alles. Hierfür brauche ich vielleicht ein bisschen mit Bienchen, muss ich nämlich auch irgendwann mal anfangen. Also so richtig. Hierfür, das ist ein, ja, einer Angriff, den ich machen will. Da kriegen wir nämlich dann Redstone und Gold, das draus. Dafür brauchen wir aber die Zentrifuge. Und Centrifuge. Dafür brauchen wir aber dieses Stainless Steel. Und dafür brauchen wir die Ingots. Und die bekommen wir im Blast Furnace. Das heißt, wir müssen erstmal ein Blast Furnace bauen. Mit der Heat Capacity. Und dann brauchen wir Chrom, Manganes und Nickel dafür. Also, es dauert auch noch eine Weile, bis wir das haben. Und dann dauert das 20 Minuten oder sowas um den Dreh. Gucken wir hier, wie wir das kriegen. Es geht schneller. Komm schon. Slack da. Eine Zentrifuge hier. 1250 Sekunden. Ja, 20,83 Minuten. Jo, also. Ist nicht der schnellste Prozess. Aber ich fand es lustig und musste es direkt mal ausprobieren, ob das wirklich so funktioniert. Und ja, es scheint zu funktionieren. Also, falls jemand Glowstone braucht, ich meine, damit können wir jetzt ordentlich bauen. Was ich ja gar nicht so verkehrt finde. Falls wir mal Glowstone brauchen, so als Deko-Element. Ja, wobei die Lampen werden sich besser machen. Naja, aber ist auf jeden Fall lustig und falls ihr mal was von dem Zeug braucht, Glowstone, wisst ihr, wie ihr dran kommt. Also das geht ratzfatz. Und dann habt ihr Glowstone für alle Ewigkeit. Jo, das war's aber für heute von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also bis dann, ciao.